Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Mantischen Wochentagoskop. Hallo, liebe Kerstin. Hallo, lieber Roé, und hallo alle, die ihr jetzt zuschaut. Gleich vorweg die Ankündigung: Heute sind wir nicht live, denn wir gönnen uns heute einen exklusiven Ausflug in unsere wunderschöne Elfi. Sind schon sehr gespannt und werden natürlich berichten, wie es uns gefallen hat. Dennoch wollt ihr sicher nicht auf das Wochentagoskop verzichten, und wir wollen natürlich gerne, dass ihr es bekommt. Deswegen machen wir eine Aufzeichnung. Und lieber Roé, ich sehe, dass du im Hintergrund schon gearbeitet hast. Ist das der Spirit Guide, den wir da Das ist sehen? der heutige Spirit Guide und wir wollen euch natürlich für die, die den Hintergrund nicht einfach so erkennen, wollen wir natürlich sagen, von wo er kommt. Und zwar ist das natürlich der Rainbow Kipper von Tony Boole und Stephen Bright, den ich persönlich kenne und auch sehr schätze. Und darum freue ich mich besonders, dass heute dieser Spirit Guide uns begleitet. Bevor du ihn umdrehst, muss ich natürlich noch kurz etwas zur Astrologie der Woche sagen. Morgen ist der 11. Dezember. Wir gehen sehr schnell jetzt auf die Rauhnächte zu, und die Woche beginnt relativ entspannt. Wir haben Sonne und Mars weiterhin im Schützen. Die Venus hat sich inzwischen im Skorpion eingerichtet, und der Merkur ist im Steinbock unterwegs. So sieht's aus. Wir haben zwei wichtige Dinge, die diese Woche astrologisch geschehen. Das eine findet am Mittwoch statt. Da wird um 7:10 Uhr in der Früh Merkur im Steinbock rückläufig. Und er wird uns auch bis ins neue Jahr rückläufig begleiten. Er wird sogar noch mal in den Schützen zurückgehen. Deswegen, am 2.1. wird er dann wieder direktläufig werden und dann richtig neu durchstarten, im Schützen. Die zweite Sache, die auch wichtig ist, ist der anstehende Neumond. Der findet ebenfalls am Mittwoch statt, sogar vor dem rückläufigen Merkur, um 0:32 Uhr in der Früh auf 21 Grad. Also das Thema Steinbock und Schütze, steht sehr stark im Raum. Der Schütze wird ja dann nicht mehr ewig Geburtstag haben. Bald wechselt dann die Sonne in den Steinbock, dazu dann aber mehr, wenn es soweit ist. Jetzt einmal erstmal habt ihr wirklich alle wichtigen großen astrologischen Korrespondenzen gehört. Was auch noch interessant ist, sind die Mondstände. Im Augenblick steht der Mond im Skorpion. Er wird dann Montagmittag um 12:10 Uhr in den Schützen reisen, am Mittwochnachmittag in den Steinbock, am Freitagabend in den Wassermann. Und Sonntag, während wir unsere mantische Wochenshow live machen, wird er dann in die Fische reisen. Das kann ja dann nur gute Karten nächste Woche für die Fische bedeuten, würde ich sagen, oder? Natürlich, wie jede Woche, wo wir immer gute Karten für alle Tierkreise gerne ziehen. Genau, dann lass uns mal damit loslegen. Zeig uns doch mal, welchen tollen Spirit Guide du für uns gezogen hast. Wir haben die Karte Haus. Ja, also wir sollten in den nächsten Tagen uns ein bisschen auf unsere Häuslichkeit ein bisschen einstellen. Wir sollten uns überlegen, wo haben wir denn vielleicht das eine oder andere Teilchen noch nicht so geputzt. Wir sind ja jetzt, wenn man so will, zwischen den, wir gehen ja auf die Zeit zwischen den Jahren zu und das ist vielleicht ganz gut, wenn man mal das Haus ein bisschen einem kritischen Blick unterzieht und sagt, wo könnte ich denn etwas reinigen, wo könnte ich denn vielleicht noch etwas sauber machen. Ja, ihr wisst ja, Wäsche waschen sollte man zwischen den Jahren nicht. Das habt ihr sicher bei Christopher auch schon gelernt. Und von daher gesehen ist es immer eine Sache, dass man sich seinem Nest, seiner Wagenburg, seinem Schloss, ne, der Engländer sagt das so schön, my home is my castle. Und von daher gesehen wäre das natürlich ganz toll, wenn ihr da euch in den nächsten Tagen euch ein bisschen auf eure ja, auf eure innere und äußere Häuslichkeit konzentrieren würdet.
Das passt ja auch ganz gut dazu, dass am 8. Dezember die Sperrtage, die sogenannten, begonnen haben. Ne? Da geht es ja auch genau um diese Themen, die Ruhe gerade vorgestellt hat. Von daher, ja, passt für mich. Ja, wie immer toll und stimmig. Und dann würde ich sagen, ein Ding fehlt uns noch, das kommt nun. Bitte schön. Und wir starten, wenn wir den Spirit Guide wegnehmen. Wie immer seht ihr jetzt den Ruhe. Mit welchem Deck werden wir denn heute durch den Tierkreis wandern? Ja, so schaut der Hintergrund aus. Ich mache es ein bisschen größer, damit man die Karte dann nicht ganz so einen auf den Kopf fällt. Bisschen größer. Ich mache das noch ein bisschen da anders, dann sieht man die Karte noch besser. Wir arbeiten heute mit dem Seelenreisetarot. Und zwar kommt das von der Julia Aurelia. Und es wurde mir ans Herz gelegt. Ich finde ja nicht nur das Begleitbuch sehr schön, sondern auch die Stulpenschachtel. Ja, es ist ein ausgezeichnetes Deck. Und ich finde, das ist schon sehr schön. Das gefällt mir gut, diese hohe Priesterin, die wir da vorne sehen. Ich habe es am Freitag in der mantischen Mittagspause geunboxt und ich stelle fest, dass viele von euch Julia Aurelia sehr schätzen. Und dann dachte ich mir, machen wir euch doch eine kleine Adventsfreude und legen mit diesem auch für mich sehr schönen Deck. Ich bin gespannt, welche Karten ich heute alle kennenlerne. Und ich habe was entdeckt, was mir sehr gut gefällt. Ich hoffe, ja, ich kann es sogar ins Bild bringen. Die Träume, die du in deinem Herzen trägst, sind dort aus einem bestimmten Grund. Finde ich sehr schön. Das sieht man aber erst, wenn man sie den Deckel öffnet und da reinguckt. Finde ich toll. Gefällt mir immer gut, wenn man solche Überraschungen. Ich muss noch schnell schauen. Vielleicht im Deckel sieht man nur auch wieder sieht man schlecht. Ich mache ein bisschen höher. Also ihr seht, da hat man nur die Mondzeichen. Haben wir gedacht, vielleicht wäre da auch noch was drinnen. Aber ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir starten. Und magst du was zu den Geburtstagskindern erzählen, Kirsten? Ja, erst einmal, liebe Schützen, könnt ihr euch dran gewöhnen, wie es ist, wenn der Merkur in eurem Zeichen rückläufig wird, wenn Rohe über ein Deck Enthusiert. Es wird immer besser in der mantischen Geheimnisakademie. Du enthusiast. Aber die Mantische Geheimnisakademie ist auch nicht schlecht. Aber, liebe Leute, Juden, sollt ihr nicht mehr warten müssen, liebe Schützen. Ihr habt es gehört, ihr habt nicht nur Geburtstag, das wisst ihr selbst am besten, sondern neben der Sonne reist auch noch Mars weiter durch euer Zeichen, während sich Merkur inzwischen verabschiedet hat. Euer Neumond findet jetzt statt. Euer Neumond, weil nur einmal im Jahr ist ein Schütze-Neumond, jedenfalls meistens sehr ungewöhnlich, wenn es zwei Neumonde im Schützen gibt. Und den dürft ihr am Freitag feiern. Vielleicht macht ihr euch auch noch mal so ein paar Gedanken am Mittwoch feiern, Verzeihung. Vielleicht macht ihr euch auch noch ein paar Gedanken darüber, was jetzt merkurisch, kommunikativ in den letzten Tagen wichtig war. Denn Merkur reist jetzt ja rückläufig dann wieder immer mehr zu euch zurück. Und es könnte sein, dass Themen, die euch in ja, dieser Woche, der Woche zuvor stark bewegt haben, dann auch nochmal rekapituliert werden müssen. Ansonsten alles schick bei euch. Roé, bitte zeig uns die Karte. Wir haben die 6 der Kelche. Und mal eine ganz andere Darstellung, als wie wir sie sonst kennen. Und ich finde, ich glaube, mit der 6 der Kelche, da kann man was anfangen, ne? Also doppeltes Feiern, vielleicht mit einer kleineren Gruppe, mit einer Kleinstgruppe oder vielleicht mit der Gruppe, die heißt Ich selber. Und vielleicht ist das so ein Impuls für euch, liebe Geburtstagsschützen, dass ihr mit dieser Karte euch erlaubt, ein Hurra zu machen, nochmal ein letztes Mal die Becher zu heben, euch feiern zu lassen und auch zu sagen, jawohl, das haben wir uns verdient. Ich finde, das ist eine sehr schöne Darstellung. Mich hast du von dem Deck schon überzeugt, liebe Kirsten.
Ich habe gerade über diese Karte viel geredet beim Unboxing, weil ich ja die Sechs der Kelche normalerweise nicht mag. Und das kannst du jetzt nicht wissen, weil du hast nicht die anderen Karten gesehen. Aber wir sehen hier das Ass der Kelche, die Zwei der Kelche und die Drei der Kelche als Fotografien abgebildet. Das heißt, dieser Aspekt der Sechs der Kelche, sich nochmal an schöne Zeiten zu erinnern, wird hier sehr stark betont. Ne? Und das passt jetzt wieder gut zu dem Thema des rückläufigen Merkurs, der zwar noch nicht im Schützen direkt rückläufig wird, dann aber später wieder kommt. Und es hat so was von, lasst uns noch mal an schöne Zeiten denken. Passt übrigens auch gut zu dem Haus, was du gezogen hast. Ich finde das auch toll, dass das so Polaroid-ähnlich ist. Ne? Du hast nicht das Gefühl, da ging einer schnell mit einer Polaroid-Kamera nochmal die Bilder. Finde ich cool gemacht. Schöne Erinnerungen einfach, ne? Ja. Und vielleicht darf man sich dann auch schön erinnern, wenn es eben die Geburtstagsgeschichten schön und toll waren. Ne? Ja. Cool, finde ich toll. Liebe Geburtstagsschützen, ich habe schon mal gesagt, lasst euch nochmal feiern. Das waren unsere Worte für euch und die folgenden Tage. So, Karte weg, neue hin. Und dann hoffe ich, dass ich das jetzt auch wieder so hinkriege. Jetzt hat sich gerade mein Monitor verabschiedet, aber ich kriege das hin. Das sieht auch interessant aus. So, Der bitteschön. rückläufige Merkur macht sich schon langsam bemerkbar, wie ihr merkt, bei uns. Ja. Gott sei Dank gibt es immer einen Grund, worauf wir es schieben können. Jetzt kommt auf jeden Fall der Steinbock an die Reihe. Und lieber Steinbock, du hast es gehört, Merkur weilt jetzt ja in deinem Zeichen und er wird am Mittwoch in deinem Zeichen rückläufig werden. Das heißt, dass du die Gelegenheit bekommst, über Dinge nachzudenken, ähnlich wie ich es beim Schützen erzählt habe, was so in den letzten Wochen an Kommunikation vielleicht nicht optimal gelaufen ist, was zu verbessern wäre. Und gleichzeitig ist es ein Faktor der Entschleunigung, der dir sicher ganz gut tut, jetzt wo Pluto in deinem Zeichen wirklich den Endspurt hinlegt. Von daher, lass dir Zeit diese Woche, eile mit Weile. Alle außer Christopher, ne? Da ist Christopher es wird mir immer von gleich. den Fischen weiter gedrängt, die Dinge zu machen. Aber prinzipiell wirklich eine gute Zeit für euch. Ja, dann schauen wir mal, was die Karten dazu sagen. Wir haben den Ritter der Münzen, na bitteschön. Passt ja auch super. Wenn wir als Ritter der Münzen, liebe Steinbock-Geborenen, uns mal so die nächste Woche anschauen, dann habt ihr jetzt die Phase der Planung. Ihr habt die Möglichkeit, euer Feld zu bestellen, wie wir es von der Karte von Wade Smith kennen. Und wir haben auch die Chancen, da etwas für die Zukunft schon in die Wege zu leiten. Also finde ich eine ganz tolle Aufnahme. Hinweis, aber auch Möglichkeit für das erste Quartal vielleicht seine Pläne schon mal so zu positionieren. Ich finde, das sieht auch so nach Aufarbeitung aus, ne? Und das passt wieder sehr gut zum rückläufigen Merkur, der besser ist als sein Ruf, ganz ehrlich. Wir bekommen halt zwar viel Trouble, aber dieser Trouble hilft uns auch dann, Probleme zu lösen, weil wir wirklich, anstatt sie vor uns herzuschieben, endlich sagen, jetzt muss ich das halt machen, ja, so nervig es ist. Aber ich kann auch gleichzeitig mir meine Struktur bauen, damit ich aus dieser misslichen Situation rauskomme. Genau. Von Also, daher sehr gute Karte. Der Ritter der Münzen ist ja sowieso eine Steinbockkarte. na, bitteschön, was wollen wir mehr? Perfekt. Liebe Steinbock-Geborenen, das waren unsere Worte für euch und die kommende Phase. Ein paar Tage und so weiter. Na, ihr wisst schon. Bäm. Der Wassermann hat in dieser Woche noch
auch einen Ruhepol. Ich habe jetzt vergessen, nochmal zu erwähnen, liebe Schützen, dass ihr von Montag bis Mittwoch den Mond in eurem Zeichen habt, dass der Steinbock von Mittwoch bis Freitagabend den Mond im Zeichen hat. Also auch für euch nochmal viel Gelegenheit, eure Gefühle zu reflektieren. Und für dich, lieber Wassermann, geht der Mond am Freitagabend um ungefähr 19 Uhr in dein Zeichen und gibt dir auch nochmal die Möglichkeit, deine Gefühle zu sortieren, gerade unter dem rückläufigen Merkur, der dich jetzt gerade gar nicht so sehr betrifft, ist ja im Steinbock rückläufig. Ansonsten ist bei dir astrologisch gesehen nicht so viel rauszuholen. Aber Roé wird dir jetzt eine wundervolle Karte geben, mit der du sicher sehr zufrieden bist. Klingt auch sehr schön. Es ist nicht viel bei dir rauszuholen. Du hast Pech gehabt. Bei dir ist halt nichts los. Aber nichts los heißt noch lange nicht, dass du nicht auch eine Karte bekommst oder ihr eine Karte bekommen, liebe Wassermanngeborenen. Und wir haben hier es mit den 5 Stäben zu tun. 5. Stäbe ist ja auch der Punkt, wo man sagt, ja, bei den Stabkarten, jetzt sind wir in dem Prozess drinnen, dass wir mal nicht weiterkommen. Nein, finde ich nicht. Ich finde, das ist der Moment, wo man sich darauf besinnt, ähnlich wie vorher bei den Steinböcken, wo habe ich eine Form, dass ich in die Zukunft etwas tue, und zwar im Team. Ja? Und wir sehen ja schon, diese Stäbe, die mich da eher an Seile erinnern, weil sie so gewunden sind, oder an die Eiben, die wir im Eibenwald gesehen haben, ja, die wachsen ja auch so irgendwie so schräg irgendwo und nicht gerade, die zeigen, dass wir die Chance haben für Teamwork, die Chance haben, uns einzubringen in einem Team mit all unserer Kreativität. Also das finde ich keine belastende Karte, sondern ein Hinweis darauf, wir können was bewegen, indem wir in der Gruppe uns zusammenraufen. Wie geht es dir dabei? Also ja, finde ich eine tolle Darstellung von 5 Stäben. Ja, ich habe so ein bisschen Gänsehaut. Weil ich ja immer allen erzähle, dass für mich die Leute auf den 5 der Stäben versuchen, ein Pentagramm zu machen. Und dieselbe Idee scheint auch die Julia gehabt zu haben, als sie diese Karte gemalt hat. Für mich ist das ja immer die Karte des inneren Teams, das sich zusammenraufen muss, um dann im Außen etwas zu bewirken. Und ich kann nur alles bestätigen, was du gesagt hast. Auch eine sehr gute Darstellung. In dem Fall, liebe Wassermanngeborenen, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Ja, der Wassermann ist ja sowieso ein Teamplayer, Vereinsheini. Obwohl das kommt Verein eine gute und Karte. Team auch nochmal eine Sache ist. Als nächstes kommen die Fische an die Reihe. Und liebe Fische, ich scanne hier gerade nochmal erst beim nächsten Wochentaroskop, ne, während des nächsten Wochentaroskops, kommt für euch der Mond in euer Zeichen. Das heißt, diese Woche könnt ihr euch ganz auf den rückläufigen Merkur konzentrieren, wenn ihr das möchtet. Der gibt euch eine Ausrede, die Dinge nicht so im Griff zu haben, wie ihr das tun solltet. Ne? Ihr Fische, ihr seid ja eher auch mal daran interessiert, eine ruhigere Kugel zu schieben. Ihr Fische, sag ich, weil ich bin es anscheinend, mein Fisch sein ist irgendwie. Kirsten und ruhige Kugel, Schenkelklopfe der Woche. Neptun hat ja wieder jetzt an Fahrt aufgenommen, letzten Mittwoch ist er wieder direkt geworden. Das tut euch gut, hilft euch beim Träumen, Saturn läuft jetzt auch wieder direktläufig durch euer Zeichen. Für euch sollten die Dinge laufen und es würde mich jetzt sehr wundern, wenn Roé keine gute Karte für euch gezogen hat. Naja, wir haben eine seltsame Darstellung eines Schachspielers, ich möchte es mal so sagen, weil der hat 4 Arme. 3, ne? 4. Ah, da ist noch eine. Eine an der Schachuhr, eine an der Stirn, eine ist im Begriff zu ziehen und eine ist fast an der Figur. Liebe Fischegeborenen, aka Kirsten und mich, wir haben die Chance, jetzt mal
im Kopf strategisch zu werden. Was wir vorher beim Münzenritter gesehen haben, das war irgend so eine Form von, ich setze es um, da ist schon der Plan für. Da haben wir eher so ein Thema vom Kopf. Und der Ritter der Schwerter gibt uns die Chance, diese Strategie zu zeigen, was ist mein nächster Zug? Auch wenn ich ihn noch nicht ausführe, aber wo will ich hinkommen, wo plane ich, wo habe ich mein Thema? Und das finde ich auch eine geniale Darstellung vom Ritter der Schwerter, weil eigentlich ist es genau das. Nicht das Seltsame auf dem Pferdel dahinstürmen, sondern wirklich im Kopf strategisch schon sich zu überlegen, der nächste Zug wird der sein. Ja. Ja, finde ich auch sehr gut. Also bisher überzeugt mich das Deck sehr. Und wenn ich das richtig sehe, dann stehen sogar die Figuren richtig. Es ist nur die Frage, warum hat der das Pferd dort? Oh, ist egal. Auf alle Fälle, liebe Fischegeborene, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Für die Widder ist es immer noch gut, dass Mars durch den Schützen läuft. Das gibt euch viel Energie. Auch der Mond jetzt am Anfang der Woche im Schützen hilft euch beim Energie, entfalten. Und natürlich der Neumond, der am Mittwoch stattfindet, ist auch sehr positiv für euch. Er bestrahlt euch, gibt euch Schwung, um jetzt wirklich auch, denken wir an das Haus aufzuräumen bei euch und alles vorzubereiten, damit ihr ein tolles Weihnachts- oder Rauhnachts- oder sonst was Fest zwischen den Jahren feiern dürft. Also auch bei euch sehe ich im Augenblick astrologisch gesehen keine Hindernisse wegen der Planeten. Merkur rückläufig, gut, der wird im Quadrat zu eurem Zeichen rückläufig, aber ich denke, dass das für euch jetzt auch nicht so das Superproblem sein wird. Wir werden es sehen. Lieber Roy, zeig doch mal bitte die Karte. Bam. Ja. Königin der Stäbe. Ne? Passt. Also, haben wir schon mal bildlich unterstrichen, was Kirsten gerade gesagt hat. Ne? Diese Vollpowerfrau, die da mal wieder neckisch finde ich, also wirklich, da ist auch wieder sehr viel Sexappeal drinnen. Die schaut uns ins Auge, die fordert uns auf. Die fordert uns auf, an unser Limit zu kommen. Also das finde ich ganz cool dargestellt, obwohl die gar nichts tut. Ne? Die sitzt einfach nur da, hat den Stab in der Hand, fordert uns aber als Betrachter auf, jetzt in die Gänge zu kommen. Das finde ich cool. Sie Und das, ja. erinnert mich so ein bisschen an Jane Fonda in Cat Ballou. Also Genau, ja. so eine Western-Lady ist das irgendwie, ne? Das könnte auch so eine Rifle sein, die sie in der Hand hat. Ja, hältst du auch so ähnlich. Und von daher gesehen, finde ich das ganz cool so. Ne? Ich sitze einfach da, habe die Macht in der Hand, aber tue gar nichts, weil mir bewusst ist, was ich alles für Kräfte habe. Finde ich ganz gut im Kontext zu dem, was du gerade astrologisch gesagt hast. Ja. Ja, in dem Sinn, liebe Widderinnen und Widders, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Ich muss mir ganz kurz was holen. Mir ist kalt. Ich brauche einen Schal. Ich bin sofort wieder da. Ich lege dafür schon mal die Karte hin und klicke ganz langsam auf die Triangel und spiele das nächste Tierkreis ein. Ja, und während wir auf Kirsten warten, finde ich es ganz toll, dass ihr trotzdem, dass es heute nicht live ist und trotzdem treu bleibt, das freut mich ganz toll. Und ich möchte mich noch bei all jenen bedanken, die beim letzten Live, das Kirsten und ich, plötzlich ist Steffi und ich gemacht haben, uns so nett uns mit Feedback bedacht haben. Das hat echt ganz gut getan. Vielen Dank dafür. Der Stier kommt nun an die Reihe. Liebe Stiere,
Venus im Skorpion in eurem Gegenzeichen, ja, das kann euch die eine oder andere Flirtattacke ins Haus bringen. Aber es könnte auch sein, dass euer Selbstwert teilweise mal angegriffen wird. Ihr tut gut daran, im Augenblick Konfrontationen zu vermeiden, weil das kann dann manchmal auch wirklich gleich ans Eingemachte gehen. Es sei denn, ihr wollt es, dann ist jetzt eine gute Zeit, das rauszulassen. Und von daher denke ich, dass astrologisch gesehen ansonsten nicht so wahnsinnig viel für euch passiert. Gut, der rückläufige Merkur im Steinbock, der wird natürlich auch auf euch abstrahlen. Auch ihr seid ein Erdzeichen. Aber für euch ist es, glaube ich, nicht so dramatisch, wenn ihr die Dinge etwas langsamer angeht als sonst. Ihr seid ja ein Zeichen, das die Dinge eher gründlich macht und sich dann aber auch wirklich Zeit damit lässt. Der rückläufige Merkur unterstützt das. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr für eine Karte bekommt. Ah. Ja, passt für mich auch gut, ne? Der Stier und der Hierophant und das, was du gerade gesagt hast. Der Hohepriester gibt uns ja auch das Thema vor, wer ganz genau schaut, ne? Ja, Tattoo, ne? Und dieser Hohepriester gibt uns auch die Möglichkeit, uns zu überlegen, welche Wertigkeit haben wir uns selber gegenüber und welche Form ist unser Glaube, unabhängig von irgendwelchen religiösen Gruppen. Also von daher gesehen finde ich das auch sehr toll, dass wir das noch für die Stiere aufs Auge gedrückt haben. Überlegt euch mal, was ist euer Glaube? Und ich glaube, da habt ihr in den nächsten Tagen die Möglichkeit dazu, euch dahingehend zu reflektieren. Finde ich toll. Ja, ist ja auch dem Stier zugeordnet, deswegen wahrscheinlich auch das Tattoo auf dem Arm. Ne? Finde ich auch sehr interessant. Tiefe Erkenntnisse. Kann natürlich auch was mit dieser Venus-Qualität zu tun haben. Selbstwertthemen und so weiter. Passt auch wieder zum Spirit Guide. Ne? Mhm. Ja, stimmt. Liebe Stiere, vielen Dank. Das waren unsere Worte für euch und wir haben das nächste Thema. Moment. So. Habe ich gelernt. Das Leerzeichen. Genau, unsere mantische Trinkpause. Das bekommt gleich eine andere Konnotation, wenn man weiß, dass wir gestern hier Fondue hatten. Und ich mache jetzt definitiv dieses Wochenende eine Trinkpause. Ja. Kann man eben so sehen und so sehen, ne? Ja, das, genau, darüber habe ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht. Ja, gibt es etwas Neues? Eigentlich aus meiner Sicht nicht. Ich habe gerade nichts, was ich euch an Neuigkeiten berichten könnte. Außer für alle, die in Hamburg unterwegs sind oder in der Umgebung von Hamburg. Ab Januar, Ende Januar werden wir wieder einen Tarot-Präsenzkurs starten, weil uns da Leute drum gebeten haben. Wir haben das ja seit Corona nicht mehr gemacht. Während Corona hatten wir noch einen Kurs laufen, weiß ich noch. Ne? Den haben wir dann mehr recht als schlecht mit ersten Online-Kursversuchen über die Bühne gebracht. Aber seither haben wir halt gesagt, das machen wir nicht mehr. Und jetzt wieder, wie gesagt, Präsenzkurs. Wer daran Interesse hat, einfach bei uns melden oder auf die Homepage gehen, da stehen alle Infos drauf. Und wir haben natürlich auch jetzt das Angebot des Jahreskreises ist es nicht. Also wir machen unter anderem die Besprechung, was ist aus Tarot-Sicht interessant für euch für das Jahr, was ist aus astrologischer Sicht oder aus Sicht der TOC-Karten interessant. Wir haben da unterschiedliche Dinge und da gibt es einen Rabatt für diese Aktion. Das machen wir einmal pro Jahr. Dieses Angebot ist bis 15. Januar zu buchen. Auch dazu alle Infos auf unserer Homepage. So, jetzt hatte ich doch ein paar Neuigkeiten. Wie sieht es bei dir aus, lieber Roé?
Ja, die Neuigkeit ist, dass Alkohol bei uns jetzt ein bisschen weniger im Haus ist. Der wurde gestern Abend vernichtet. Gut, haben wir das Thema auch erledigt. Nee, ich werde in der kommenden Woche wieder mit meinen Sendungen da sein, so wie du und Christopher auch. Alles zur gewohnten normalen Zeit, denke ich mal. Und ich freue mich schon auf alles, was also auf uns zukommt. Ich freue mich schon auf die noch kommenden Losnächte. Ich freue mich auf die Rauhnächte. Ja, es wird toll. Ich freue mich schon. Ich bin da schon ein bisschen in meinem langsameren Flow. Das ist definitiv schon so. Ja, ich muss noch einige Sachen vor rückläufigem Merkur fertig kriegen, aber das besprechen wir später. Dann lass uns doch jetzt einfach weitermachen, lieber Ja, Rui. sehr gerne. Dann haben wir mal hier das eine und hier haben wir das andere. Bitteschön. Die Zwillinge haben natürlich auch viel damit zu tun, wenn etwas im Schützen passiert. Sonne und Mars im Schützen geben auch euch einerseits Energie. Auf der anderen Seite, ähnlich wie beim Stier, könnte es auch sein, dass von außen auf euch Druck ausgeübt wird, dem ihr nicht unbedingt nachgeben wollt. Es kann aber auch sein, dass dieser Druck euch unterstützt. Das werdet ihr dann im Laufe der Woche erfahren. Interessant ist für euch der Neumond im Schützen, denn er berührt natürlich euch auch von der anderen Seite des Zodiaks her. Und dieser Neumond kann euch sehr viel frische Energie geben. Ein guter Zeitpunkt auch für euch, um das Hausthema zu bearbeiten, das wir eingangs der Session besprochen haben. Und wenn Merkur am selben Tag dann auch noch rückläufig wird, euer Herrscher, dann ist es sowieso an der Zeit, dass ihr ein bisschen runterkommt und die Dinge so für euch sortiert, dass ihr gut aus diesem Jahr herausgeht. Wie sieht's mit der Karte aus, lieber Roé? Wir haben die Neun der Schwerter. Und ich finde, das ist auch eine sehr tolle Darstellung dieser oft so gefürchteten Karte. Denn eigentlich sagt sie uns nichts anderes als wie mit all deinen Gedanken, mit denen du unterwegs bist. Die bewegen dich vielleicht nur jetzt in dem Moment, weil du eben nicht einschätzen kannst, was Sache ist aus unserer urarchaischen Überlieferung raus. Ne? Da hatten die Leute, weil kein Strom oder sonstige Technik da war, hatten sie nun mal nur den Sternenhimmel und eine Pechfackel oder ein Lagerfeuer. Und da hat man natürlich immer ein bisschen die Sorge gehabt, ja, kommt denn die Sonne am nächsten Tag wieder? Wärmt sie uns wieder? Und wenn sie nicht kommt, was dann? Also von daher gesehen ist das eigentlich nur ein Kopfkino, was uns hier bewegt, ähnlich. Also für mich ist das so wie ein Ringelspiel, was ich da sehe. Ne? Das heißt, ein Kinderkarussell, wo die Kinder dann drinnen sitzen und das geht mit ganz langsamer Phase rundherum, aber es geht eben rundherum und diese Gedanken begleiten uns. Und da würde ich jetzt für die sonst so schnellen Zwillinge mal empfehlen, macht mal ein bisschen ruhiger, macht mal ein bisschen Dampf raus. Versucht nicht immer Erster, Erster, Erster zu sein, sondern schaut euch mal um und hört auf, euch in der Nacht wahnsinnig zu machen. Ja, finde ich, hast du schön gesagt. Habe ich eigentlich nichts zu ergänzen, außer Danke. dass die Karte Mars in Zwillingen zugeordnet ist und dass da, also ich würde schon sagen, dass in dieser Woche gerade der Mittwoch ein Tag sein kann, wo ziemlich viel in euch bewegt wird, was auch schon längerfristig in euch bewegt wurde. Und da könnte es sein, dass ihr ein bisschen unter Druck geratet, der dann aber sich wirklich positiv entlädt. Ja, liebe Zwillinge, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Nun haben wir den Krebs an der Reihe und für euch ist jeder Neumond interessant, liebe Krebse. Das wisst ihr. Der Mond ist schließlich euer Zeichen, also auch gerade für euch eine sehr gute Möglichkeit des Neuanfangs, wenn Schütze Neumond ist. Ansonsten
Venus im Skorpion stärkt euch, gibt euch Selbstwert, hilft euch vielleicht ein bisschen mehr euch nach vorne zu bringen als andere. Und auch, dass Neptun wieder direktläufig ist in den Fischen, bringt ein bisschen Glitzer in eure Welt. Und Saturn in den Fischen gibt euch Stabilität. Von daher schauen wir mal, wie das sich in den Karten auswirkt. Ja, und da ist sie schon. Eure Karte. Ja, hatten wir vorher die Königin der Stäbe, haben jetzt den König der Münzen. Und man sieht eigentlich schon, was im Hintergrund entstanden ist, vom Ritter der Münzen bis zum König. Der hat sein Haus gebaut. Und er bewohnt es vielleicht auch schon. Er sitzt da vielleicht in einem Wintergarten und schaut auf die Fassade des gegenüberliegenden Flügels. Also von daher gesehen, ganz eine tolle Sache, die wir hier haben, oder er sitzt vielleicht sogar im Garten, hat sich's bequem gemacht und zeigt seine ganze Macht, sein ganzes Können. Und ja, ich finde, das könnt ihr Krebse auch, wenn ihr euch erlaubt, mal euch loszubinden von eurer Aktivität, die ihr im Hintergrund immer so toll macht und fiedelt und wedelt und hast nicht gesehen, dann das euch mal hinsetzt und genießt. Ich glaube, das wäre so eine Aufgabe für euch für den kommenden Tag. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass der rückläufige Merkur natürlich in eurem Gegenzeichen stattfindet und da passt diese Karte auch gut zu, finde ich, nämlich zu schauen, was habe ich alles erreicht, eine Rückschau auf Werte zu halten. Ja, das wollte ich noch kurz mit einbringen hier. Ja, in dem Fall, liebe Krebse, viel Spaß beim Einbringen eurer Werte. Denn das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Da passt ja auch das Einbringen der Werte. Das Einbringen der Werte. Der Löwe ist dran. Ein Neumond im Schützen, lieber Löwe, ist für dich auch ein Höhepunkt im Jahr. Denn der Löwe ist ein Feuerzeichen wie du. Ich meine, der Schütze ist ein Feuerzeichen wie du. Und Neumond, wenn die Sonne mit im Spiel ist, da wird einiges an Kraft in dir aktiviert, dass du dann, die du dann nutzen kannst, um aufzuräumen. Ihr wisst ja, das Haus ist Thema. Und dann in die Rauhnächte zu reisen. Ansonsten ist ja sowieso dein Zeichen die Sonne, sonst wird es keinen Neumond dort geben, im Schützen und auch Mars unterstützt dich positiv. Sieht eigentlich ein bisschen aus wie beim Widder für dich. Sehr gute Energie. Ich bin sehr gespannt, was Rohi für eine Karte für dich gezogen hat. Ja, die zwei der Stäbe. Und hier sieht man schon das Thema, das Kirsten ja da auch gesagt hat, das Aufbrechen, das Verändern oder der Beginn der Veränderung passt fürs Feuerzeichen sehr gut. Und du weißt ja auch, wo es hingeht, sonst würdest du auch keinen Kompass dabei haben. Also ich glaube, durch Kirsten ist schon alles gesagt, von mir noch nicht, denn hier ist Aufbruch pur. Man würde sich denken, dass ihr, was das betrifft, gar nicht mehr so lange braucht, denn die Wanderschuhe sind vielleicht schon angezogen und der Rucksack gepackt. Das ist einfach nur mal die Sache. Pack mal die Karte und los geht's. Also von da gesehen ein typischer Löwe-Impuls, der einfach sagt, ich gehe voraus, ich habe den Kompass und es geht los. Alle mir folgen. Ja, finde ich auch gut, aus neue Pläne machen unter rückläufigem Merkur, sich auf Neubeginn freuen. Ja, in diesem Sinne, liebe Löwegeborenen, das waren unsere Worte für euch. Liebe Jungfrau, Merkur rückläufig ab Mittwoch im Steinbock. Für dich nicht so unangenehm, wie es für die Zwillinge sein könnte, denn ihr habt nichts gegen Gründlichkeit und nochmal über die auch das Kleingedruckte gehen. Das ist das, was ihr euch vornehmen könnt ab Mittwoch. Und dadurch, dass Merkur im Steinbock rückläufig wird, spielt ihr euch eigentlich auch nochmal positiv in die Hände, denn das ist ja ein Erdzeichen wie das eure. Er unterstützt euch dabei, wirklich jetzt das Jahr gut abzuschließen und eventuelle Fehler, die ihr gemacht habt, zu korrigieren. Ansonsten ist
Sind die anderen Planeten nicht so sehr mit euch beschäftigt? In eurem Gegenzeichen ist Neptun allerdings wieder direktläufig. Das ist auch gut für euch. Das bringt Schwung in euer romantisches Leben. Und Saturn sorgt dafür, dass aus schönen Begegnungen vielleicht auch was Intensiveres wird. Und jetzt schauen wir mal, was Rui dazu sagt. Vier Kelche. Ja, wir haben zwar auf der einen Seite immer so, ja, also wenn zu den drei Kelchen der freudigen Stimmung dann der vierte dazukommt, dann ist man nicht immer ganz so glücklich. Nee, finde ich nicht. Ist auch hier wieder eine Darstellung, wo man sich gut vorstellen kann, dass man da vielleicht um Weingläser gepokert hat. Es schaut ja fast aus, wie wenn im Hintergrund so eine Person sitzen würde, so verschwommen. Vielleicht hat man auch zu tief ins Glas geschaut und man sieht die andere Person schon gar nicht mehr da hinten. Aber was mir gut gefällt an dieser Karte ist, dass man doch trotz dieser monotonen Farbgebung im Glas, in der Spiegelung Farben sieht. Also ganz so schlimm ist es dann auch wieder nicht, weil ich finde, diese Darstellung der Farbe, das passt dazu, dass man sagt, auch wenn es jetzt mal vielleicht Stimmung am Kippen ist, habe ich aber immer noch die Chance, dass ich da noch was raushole. Und auch da wieder für euch, liebe Jungfrauen, vielleicht, dass ihr euch emotional ein bisschen zurückhaltet und wie Kirsten schon gesagt hat, fürs Wesentliche da seid. Ja, ich finde, das hast du sehr schön interpretiert. Ich habe keine Anmerkungen. In diesem Sinne, das waren unsere Worte für alle Jungfraugeborenen. Ich habe übrigens nicht nur Anmerkungen, wenn ich nicht mit dir übereinstimme, ne? Dann machen wir schnell die Jungfrau weg und kommen zum nächsten. Als nächstes ist die Waage dran. Wir nähern uns dem Ende dieser Sendung. Und liebe Waage, die Venus hat dich ja verlassen, ist jetzt im Skorpion unterwegs. Überhaupt ist gerade in den Luftzeichen wenig los, außer beim Zwilling. Da passiert einiges dadurch, dass er das Gegenzeichen des Schützen ist. Ich überlege gerade, was dich in dieser Woche beflügeln könnte. Auf jeden Fall ist für dich es schön, dass der Mond jetzt ab Freitagabend, also schon gegen Ende der Woche, durch den Wassermann geht. Das bringt dir auch nochmal Energie. Und ansonsten sind die Themen für dich relativ aus astrologischer Sicht unterkomplex. Es passiert nicht so viel für dich. Ich bin gespannt, ob Roy das auch so sieht, wenn er die Karte jetzt uns zeigt. Wir haben 8 der Stäbe, 8 der Stäbe. Da bin ich jetzt ein bisschen, ich bin halt von den 8 der Stäben von anderen Decks mehr begeistert. Da bin ich jetzt ein bisschen weniger euphorisch. Ich finde aber, es zeigt auch, dass wir hier in dem Thema Geschwindigkeit doch noch sehen, dass hier Energie drinnen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Waagegeborenen in der kommenden Woche doch auf einmal eine Geschwindigkeit an den Tag legen, die sie sonst nicht so haben. Vielleicht muss noch was fertiggestellt werden. Vielleicht gibt es irgendwo ein Thema, wo man sagt, jetzt müssen wir leider aufgrund der Situation schnell agieren. Also von daher gesehen finde ich schon, dass das gut dargestellt ist. Es ist einfach für mich ein wenig für die Energie, die eigentlich in dem Bild ist oder die ich sonst gesehen habe, finde ich das ein bisschen weniger. Aber es ist trotzdem schön gemacht und interessant gemacht. Man kann sich so richtig vorstellen, wie das Rad dann sich dreht. Für die Waagegeborenen. Ja, kann ich, also ich finde das eine interessante Darstellung, weil halt jetzt irgendwie alles rund läuft, ne? Und ich würde sagen, dass auch wenn astrologisch gesehen nicht so viel für die Waage gerade passiert, sich anscheinend die Dinge doch entfalten können. Interessant finde ich auch, dass die Karte Merkur im Schützen zugeordnet ist, ne? Der Merkur wird nochmal in den Schützen reisen. Von daher vielleicht für Waagen auch nochmal interessant, was war
in den letzten Wochen Thema mit Kommunikation und da nochmal sich Gedanken zu machen. Jetzt weiß ich, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, wenn ich die Flammen in diese Richtung lodern sehe, dann muss der Wind von hier kommen. Ne? Also muss, wo die Flammenspitze von der Gegenseite. Aber dass sich die Speichen nicht drehen, das hat mich irritiert. Jetzt wurde mir das auch klar, warum ich da am Anfang ein bisschen irritiert war. Und das, vielleicht drehen die sich ja, aber wir sehen es nicht richtig. Du meinst, sie drehen sich so schnell, dass man es nicht mehr sieht? Das könnte sein, ja. Ja, auf alle Fälle, liebe Waagegeborenen, auch wenn es für mich als Fisch jetzt da ein bisschen irritierend war, wünschen wir euch eine tolle Woche, denn das waren unsere Worte für euch. Lieber Skorpion, Venus hat es sich bei dir jetzt gut eingerichtet. Für dich sollte das eine Zeit sein, in der du mal auch ins Genießen kommst. Noch dazu, wenn Merkur rückläufig ist und dadurch sich die Dinge etwas verlangsamen. Venus weckt in dir vielleicht Sehnsüchte, die länger brachgelegen sind. Vielleicht will sie auch nochmal, dass du dir ein paar Themen anschaust, die du länger nicht so betrachtet hast, wo es um die Liebe geht, um die Liebe zu dir selbst, um die Liebe zu anderen, aber prinzipiell doch eine sehr schöne, warme, angenehme Energie. Gerade jetzt ist der Mond ja auch noch im Skorpion, während du das hier siehst. Das heißt, wenn du es siehst am Sonntagabend. Und das könnte ein guter Zeitpunkt sein, gerade heute Nacht, nochmal dir vorzunehmen, dich mit Liebe auseinanderzusetzen. Wir schauen mal, was Rohe dir noch mitgeben kann. Die zwei der Schwerter. Und ich finde, das ist auch eine sehr passende Karte für das, was du gerade gesagt hast. Denn wenn ich Liebe voll was tun soll, dann passt diese Karte sehr gut. Da ist ja die große, fette, dicke Überschrift Frieden auch mit dabei. Und da kann ich mich wirklich gedanklich rein denken, um diese Wolke, die wir da bei den beiden Schwertern sehen, dass man die auch klarer bringt, indem ich da mit meinen Worten friedlich eine Klärung bringe, dass ich auch vielleicht die Waffen, also diese Klingen nicht mehr kreuze, weil das sieht man nicht. Und ich finde das auch sehr toll, dass beide Spitzen nach oben zeigen. Also es gibt keinen Gewinner, keinen Verlierer, also keinen Sieger, keinen Verlierer. Und von daher gesehen finde ich das sehr schön, die Gedanken mal zu reflektieren, sich da in die Gedankenwelt reinzubegeben, um vielleicht ein Chaos zu klären. Finde ich schön. Ja, finde ich auch eine liebevolle Darstellung. Und eine, wo es um Versenkung, Vertiefung geht. Ne? Ja. Ja. Ich finde, das ist eine friedvolle Darstellung. Ja, finde ich auch. Liebe Skorpione, das waren unsere Worte für euch und die folgenden Tage. Jetzt steht nur noch eines an, nämlich die berühmte Quintessenz. Und lieber Roé, dann schlage ich vor, dass du mal die Karten nennst und ich rechne wie üblich. Wir starten mit der 6 der Kelche. Dann haben wir den Ritter mit 0 und 5 Stäbe. 11. Dann haben wir wieder eine Karte mit 0. Und nochmal eine mit 0. Und dann haben wir den Hohepriester. 16. 9 Schwerter. 25. König der Münzen. Und die 2 der Stäbe. 27. 4 der Kelche. 31. 8 der 39. Und die 2. 41. Ergibt die 5. Da muss ich heute gar nicht lang suchen. Denn den haben wir hier. Der Hohepriester, der Hierophant. Ja, das passt doch sehr gut.
weil wenn du hast ja eben auch noch mal das Haus gezeigt, ne? Der steht vor einem Haus, einem Tempel und sagt, wollt ihr reinkommen? Dann gerne, Richtig. aber ihr müsst auch ein wenig nach dem fragen, was für euch jetzt wichtig ist. Ne? Das ist auch nochmal so ein Thema von, wir bereiten uns auf das Ende des Jahres vor, finden Sinn und gehen vielleicht auch in das nächste Jahr, von dem wir noch nicht genau wissen, was uns da alles erwarten wird. Ich finde diese Darstellung, ne, vom Ich zum Du wunderbar. Ne? Also du musst dich in die Dualität begeben. Ne? Du musst von dieser, ne, vom Startpunkt zu deinem Endpunkt kommen und dadurch durchschreitest du diesen Kreis. Und wenn du diesen Kreis durchschreitest, dann hast du auch wieder im Prinzip was geschaffen, auch wieder dieses Viereck dann ausgemacht. Finde ich toll. So ganz ein versteckter kleiner Hinweis. Finde ich schön. Ja, gut, ihr Lieben, das war heute ein bisschen ein manchmal etwas chaotisches Wochentaroskop. Liegt daran, dass mir wirklich sehr kalt geworden ist. Wir haben es in Hamburg sehr kalt gerade. Und Und Schnee ansonsten für Hamburg. freuen wir uns. Es hat wieder auch, ja, ich glaube, es wird auch bald wieder schneien. Ne? Man merkt es so ein bisschen in den Knochen, finde ich. Auf jeden Fall schön, dass ihr geschaut habt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr kommentiert, wenn ihr liked, wenn ihr erzählt, dass das hier jeden Sonntagabend stattfindet. Und in den nächsten Wochen sollte es dann auch wieder live sein. Was wir allerdings am Weihnachtsabend machen, weiß ich noch nicht genau. Müssen wir mal schauen. Gucken wir, genau. Ja, liebe Kirsten, danke für, dass ich wieder mit in der Sendung sein konnte, durfte. Und ich wünsche euch da draußen eine gesunde Woche. Bleibt uns gewogen und bitte vergesst nie, never give up.